So Leute, ich bin's mal wieder, euer FlassTV, zurück bei Phoenix Wright Ace Attorney. Ich erklärte mal, was geschehen war. Ich kann es nicht glauben. Wie viele Menschen muss dieser Mann noch zerstören, bis es ihm reicht? Meine Mutter, meine Schwester und jetzt sie. Das geht zu weit. Herr White, sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. Nun. Verteidigen Sie mich. Ja, Sie könnten morgen meine Verteidigung übernehmen. Einverstanden. Hä? Überlassen Sie das mir. Ich bin Mayas Schwester. Wir haben das im Blut. Waren das nicht übersinnliche Fähigkeiten in deinem Blut? Ich laufe besser schnell zur nächsten Buchhandlung und kaufe mir Jura für Anfänger. Warten Sie. Was? Ich mache nur Spaß. Das kann nicht sein. Doch, es war ein Scherz. Danke, gut zu wissen, dass Sie auf meiner Seite sind. Und es gibt wirklich nichts, das Sie für mich tun können. Aber ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ich muss diesen Typen mal die Meinung sagen. Nur ein bisschen? Einverstanden. Dann kommen Sie doch morgen zur Verhandlung. Okay. Ich werde da sein. Den werde ich zeigen. Aber sicher wirst du das, Mario. Ein neues Jahrtausend. Ja, doch mit dem Verbrechen ist es noch die gleiche alte Leier. In Wahrheit ist es schlimmer geworden. Da sind langwierige Verhandlungen unrealistisch. Vor ein paar Jahren wurde ein Limit von 3 Tagen für Ernstverhandlungen eingeführt. Fast alle enden am ersten Tag, meist mit einem Schuldspruch. Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst mal auf der Anklagebank lande. Morgen wird der wahre Täter als Zeuge aussagen. Das ist es dann, er oder ich. Fortsetzung folgt, die Doku. Was war irgendeine Sendung damals mal? Natürlich möchte ich speichern. Wunderschön. 9. September, 9.52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 1. Nun, ich schätze, jetzt kommt's drauf an. Ja, so oder so, der Fall wird heute entschieden. Ah, Phoenix da. Staatsanwalt Edgeworth. Ich habe gestern einen Anruf von der Staatsanwaltschaft erhalten. Hä? Man sagte, was immer Herr White heute sagt, sei die absolute Wahrheit. Gleichgültig, wie sehr sie seine Aussage auch angreifen. Wenn ich Einspruch erhebe, da bin ich mir sicher, wird der Richter mir zuhören. Was hat White den Richter jetzt auch in der Tasche? Sie sagen also, dass ich schuldig gesprochen werde und das war's? Ich werde alles dafür tun, um mein Urteil zu bekommen, Herr White. Alles. Aber warum? Wie können Sie einen Unschuldigen so quälen? Unschuldig? Wie können Sie das wissen? Die Schuldigen werden immer lügen, um davon zu kommen. Wir werden niemals wissen, wer schuldig und wer unschuldig ist. Mir bleibt nur, dafür zu sorgen, dass jeder Angeklagte für schuldig befunden wird. Das ist mein Motto. Edgeworth, Sie haben sich verändert. Hä? Phoenix? Sie kennen ihn? Erwarten Sie deswegen keine Sonderbehandlung, Phoenix White. Für Phoenix? Nun, die Verhandlung fängt gleich an. Was warten Sie? Ihr Verteidiger ist noch nicht weiter. Er ist nicht. Ich werde mich selbst verteidigen. Was? Na schön, los geht's. Ich bin noch sehr motiviert, dass wir es irgendwie hinbekommen werden. 9. September, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 1. Das schaffe ich schon irgendwie. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Herr Phoenix White. Die Anklage ist bereit, euer Ehren.
Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Herr Wyatt, fühlen Sie sich wirklich in der Lage dazu? Ja, euer Ehren, ich werde mich selbst verteidigen. In Ordnung. Sehr gut, Herr Edgeworth. Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Da die Einzelheiten des Falls dem Gericht bereits hinreichend bekannt sind, hören wir heute die Aussage eines weiteren Zeugen des Verbrennens des Angeklagten. Ich verstehe. Die Anklage darf ihren Zeugen aufrufen. Das ging aber schnell. Warum hat der Edgeworth nicht gefragt, warum sein Zeuge nicht früher ausgesagt hat? Als ob er es schon wüsste. Wenn hier jemand dagegen Einspruch erhebt, bin es wohl ich. Na komm. Herr Edgeworth, Sie schulden dem Gericht eine Erklärung. Warum hat der Zeuge nicht im Prozess gegen Frau Maya Fey ausgesagt? Ich bin untröstlich. Herr White ist ein vielgefragter Mann und außerdem dachte ich, dass Frau Mays Aussage ausreichen würde. Ich bitte das Gericht erneut vielmals um Entschuldigung. Perfekt, Herr Edgeworth. Ihr Verhalten ist vorbildlich. Ich weiß. Ja, großartig, er trägt dick auf und ich kann nur zusehen. Ich rufe Herr Red White in den Zeugenstand. Rot-Weiß. Ketchup Mayo? Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen an. Sie möchten meine ehrenwerte namentliche Bezeichnung erfahren? Bling bling, meine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Ihren Namen. Ja, das habe ich doch gesagt. Ach du meine Güte, verwirrt Sie etwa meine Ausdrucksweise? Oh, halt's Maul. Ihren Namen. Die zwei sind ein tolles Paar. Ja, total. Ein tolles Ehepaar. Mein Name ist Red White, aber meine Freundin nennt mich Blanco Nino. So blank bist du nicht. Ich bin CEO oder, um es vulgär auszudrücken, Präsident der Blue Corp Gesellschaft. Kannten Sie das Opfer von Mia Fey? Eindeutig negativ. Nein, ich kannte sie nicht. Sie waren in der Nacht des Mordes im Hotel Gatewater? Korrekt. Und von dort aus haben Sie auch das Verbrechen gesehen? Warum erzählen Sie, was Sie ohnehin schon längst wissen? Sehr gut, Herr White. Ihre Aussage bitte. Ich muss die Aussage dieses Typen zerpflücken, sonst bin ich erledigt. Warum kommt es mir immer so vor, als ginge die Welt unter und nur ich bin noch da? Ho, ho, ho. Bling, bling. Ich hoffe, Sie haben Ihren Frieden mit Gott gemacht, Herr Anwalt. Was willst du denn? Geben Sie es ihm, Phoenix. Na klar, mach ich doch, gerne. Also, es war so, gegen 21 Uhr, glaube ich. Ich studierte gerade, las gerade einige Dokumente am Fenster. Dann hörte ich draußen auf einmal Tumult. Überrascht blickte ich hinüber zu dem Gebäude gegenüber. Und da sah ich ihn. Ein Mann mit Igelfrisur griff eine Frau mit langen Haaren an. Ich muss sicherlich nicht extra erwähnen, dass sie dieser Mann waren, Herr Anwalt. Ich rief Fräulein May zu mir und auch sie war natürlich vollkommen sprachlos. Das Opfer, sie rannte weg, aber sie sind hinterher. Dann gab es diese schreckliche Impaktion und dann war es vorbei. Okay, da lässt sich eine Lücke finden. Wenn es so war, wie Sie behaupten, ist der Angeklagte schuldig, fürchte ich. Sehr gut, Herr Angeklagter, Herr White. Ihr Kurzverhör. Ja, euer Ehren. Bin immer sehr gespannt, ob ich da was herausfinden kann. Ja, warte mal, ich glaube, ich muss gleich niesen. Nee, doch nicht. Ja, also gegen 21 Uhr war es auf jeden Fall.
Er las gerade einige Dokumente am Fenster. Was für Dokumente denn? Und irgendwie ist das Spiel gerade lahm. Glaube ich, oder auch nicht. Ich hab den Zeitungsartikel nicht mehr. Dann hört sich draußen auf einmal Tumult. Überrascht blickte ich hinüber zu dem Gebäude gegenüber. Und da sah ich ihn, einen Mann mit IG-Frisur, griff eine Frau mit langen Haaren an. Wenn das sie dieser Mann waren, Herr Anwalt, kam ein Mate zu mir und sie war natürlich auch vollkommen sprachlos. Hier vielleicht? Keine Ahnung. Was hat Frau May in diesem Moment getan? Sie hatte gerade so eine TV-Seifenoper gesehen und war noch ganz in Tränen. Wussten Sie, dass sie das Telefon der Kanzlei Fay abhörte? Das ist irrelevant. Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Das macht nichts. Ich werde auf die dreiste Frage des Anwalts gerne antworten. Frau May handelte allein, als sie das Telefon dieser Frau Fay abhörte. Sie werden einen guten Politiker abgeben, Herr White. Hoho. Immerhin bin ich El Presidente. Bitte fahren Sie fort. Das Opfer, sie rannte weg, aber sie sind hinterher. Dann gab es diese schreckliche Aktion und dann war es vorbei. Trim, was soll's? Ich muss die Schwachstelle finden. Oh, wo gibt's denn eine Schwachstelle bei ihm? Scheiße. Ich finde echt keine Schwachstelle gerade, ne? Der Bodenplan. Ich prüf mal den Bodenplan. Warte mal, ich hab so eine Idee. Nee, das war was Lars ist unwichtig. Dass er es hört, das glaube ich. Warte mal. Darauf könnte man angreifen. Mal schauen, ob es was bringt. Ein Tumult. Das war wohl der Moment, in dem sie angegriffen haben. Verstanden, fahren Sie fort. Überrascht blickte gegenüber. Woher weiß er bitte, wo es herkam? Sie lasen also ihre Dokumente, bis sie dieses Geräusch hörten. Selbstverständlich, ich bin doch kein Schnüffler, der nachts aus dem Fenster guckt. Kein Schnüffler, dass ich nicht lache. Deine Karriere basiert doch auf Schnüffeln. Ein Mann mit IG-Frisur, Frau an. Dass sie dieser Mann waren, Herr Anwalt. Ich rief Fräulein May zu mir. Warte, es rannten weg, sie rannten daher. Da könnte man vielleicht noch angreifen. Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich denke, es lohnt sich, zu erfahren, was genau passiert ist. Natürlich, Capito. Ich verstehe. Das Opfer wurde angegriffen von Ihnen und dann rannte es nach links. Sie sind hinterher und schlugen sie nieder. Sind Sie sicher? Kling, kling. Wie Sie wissen, bin ich also absolut perfekt so. Würden Sie Ihre Aussage bitte um dieses Detail ergänzen? Rannte nach links. Konnte ich überhaupt nach links rennen, weil ich der Meinung bin... Warte mal. Die konnte nicht nach links rennen. Wait a moment. Die konnte nicht nach links rennen, weil da doch das Sofa war. Die Zeugenaussage ist eindeutig falsch, euer Ehren. Es tut mir leid, aber ich kann keinen Fehler entdecken. Verdammt. Leider muss ich Sie mit einer Strafe belegen, Herr White. Dann war ich wohl auf dem Holzweg. Ja, scheinbar leider. Dann gab es diese schreckliche Impaktion. Komm, greif mal da auch nochmal an. Impaktion, meinen Sie Schlag? Lächerlich, Sie könnten einen Sprachkurs vertragen. Vielleicht sollte ich die Frage wegen seiner Wortwahl besser sein lassen. Hat Edgeworth diesen Typen etwa getrimmt? Was soll's, ich muss die Schwachstellen finden. Ich würde sagen, wir probieren das im nächsten Part wieder. Ich werde den Part beenden, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski, euer FlossTV.